ganz nett. Und dieser Baum, ist das Ahnenschimmer? Ja, obwohl es niemandem gelungen ist, sich ihm zu nähern, solange ich zurückdenken kann. Der Baum da. Warum nicht? Wie ihr seht, besitzt Ahnenschimmer gewaltige Wurzeln, die sich überall ausbreiten und den Weg zum Stamm versperren. Gerüchten zufolge soll es aber eine Waffe geben, die Ahnenschimmer dazu bringen könnte, die Wurzeln zu heben. Mehr vor Furcht als vor Respekt. Ja, meint ihr diese Waffe? Nesselfluch zeigen. Die Gerüchte waren wahr. Ich flehe euch an, fügt dem Baum keinen Schaden zu. Das würde nur Unheil bringen. Ich muss. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Kommt er? Ja. Er kommt und folgt. Gut, Leute. Wir werden jetzt mal hier abspeichern. Plopp. Gut. Dann rüsten wir Nesselfluch aus. Zack. Und machen einmal. Und so, schon hebt der Baum seine Wurzeln. Damit wir hier durchwandern können. Zack. 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 Hallöchen, Nesselfluch. Hab ich dich gefunden? Dann holen wir uns doch mal etwas von seinem Harz. Wo ist unser Kumpel? Ey, Maurice, oder wie du heißt. Wo ist er denn? Ja, komm. Oh, backst du jetzt auch noch rum? Ich wusste nicht, dass ihr so gewalttätig seid. Was? Welche Absichten habt ihr an diesem heiligen Ort? Ich brauche Harz, um den güldenen Grünbaum zu behandeln. Ihr würdet diese Wunderkynarets für solch einen Mischlingsstumpf in Weißlauf schänden? Ja. Das ist widerwärtig, barbarisch. Da mache ich nicht mit. Warum habt ihr mir nichts von euren Absichten erzählt? Habt ihr eine bessere Idee? Nun, ja, es gibt etwas. Der Baum im Tempel wird dadurch nicht wiederhergestellt, aber wir könnten ihnen einen neuen bringen. Woran habt ihr gedacht? Folgt mir. Ich glaube, ich kann den Baum überreden, uns zu helfen. Ja komm, dann geh halt. Wir haben ja gespeichert unten. Ja. Ahnenschimmer hat uns einen jungen Baum geschenkt. Och. Ihr solltet es nach Weißlauf bringen. Danica wird sehen wollen, dass die wahren Segnungen der Natur in der Erneuerung und nicht in sklavischer Tradition liegen. Was werdet ihr jetzt machen? Ich werde hier bleiben und noch ein wenig die Wärme von Ahnenschimmer genießen. Viel Glück auf euren Reisen. Möge Kynarets Wind nur die süßesten Düfte tragen. Ich kann beinahe sein Herz schlagen hören. Ach ja, okay. Blub. Meiner. Meine Keime. Tschüss. Ihr Assis. So, und den stelle ich jetzt einfach in mein Haus. Da wird er sich sicher wohlfühlen. Bogen. Ich möchte den Bogen. Zack. Unsere Ausdauerleiste ist mal wieder leer. Das passiert viel zu oft für meinen Geschmack. Was bedeutet das? Wir brauchen eine größere Ausdauerleiste. Das heißt, dass wir müssen mehr auf Ausdauer skillen. Gut, wir gehen zurück nach Weißlauf. Nein, oder auch nicht.
Warum nicht? Jetzt sag mir bitte nicht, dass hier ein Drache ist. War da wirklich ein Drache? Das scheint wirklich ein Drache zu sein. Hallo? Hallo, wo sind denn... Oh Gott. Da fliegt tatsächlich einer. Hallo, Drache. Na? Was geht? Oh mein Gott, wie es laggt. Hallo, Drache. Das sehe ich, dass du ein Drache bist. Irgendwie lädt der die Textur nicht richtig. Guck mal, wie der aussieht. Was ist mit dem kaputt? Seht ihr das? Wie der aussieht? Er lädt die Textur nicht. Ah, jetzt hat er sie. Eben hat er sie, glaube ich. Nein. Hat er nicht. Komm schon, ich boge dich weg, mein Freund. Gut, wir heilen uns mal ganz kurz. Ganz schnell. Drache. Ach, Gut, dann probieren wir jetzt mal was anderes. Und zwar nehmen wir die Axt und kloppen einfach mal auf ihn ein. Zack und zack und zack und zack, zack und zack und zack und zack und zack. Ach, jetzt eben hat er die Texturen geladen. Jetzt, wo er tot ist. Blub, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Und jetzt absorbieren. Schön. Drachenseele aufgenommen. Yay. Yeah. So, was haben wir denn hier? Seelensteine. Tragödie in Schwarz. Oh, und wir sind Stufe 18. Das ist super. So, da haben wir so komische Ranken. Und jetzt bin ich mir eigentlich fast sicher, dass wir da hinten einen neuen Schrei bekommen. Ich speichere mal eben ab. Und dann bewegen wir uns wieder dahin. Ich glaube, der Mammut greift uns nicht an. Solange wir nicht böse zu dem sind. Und dann gehen wir mal da hoch. Denn wie ihr auf der Karte seht, ist da so ein Drachenkopf. Und das bedeutet meistens, dass da Schreie versteckt sind, die von Drachen bewacht werden. Und diesen Drachen haben wir eben ausgelöscht. Also dürften wir da jetzt keine Probleme haben. Hallo? Boah, wie das nervt. Knochenspitze. Aha. Hab ich's doch gewusst. Gut, was haben wir denn hier noch alles? Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das denn? Nichts! Gut, hier haben wir noch eine Truhe mit Seelenstein, Gold. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir alles nicht. Dann würde ich mal sagen, pflücken wir hier noch die letzten Blumen ab und gehen dann hier rein. Ja, Wort der Macht gelernt. Frost, Frostatem. Heißt, wir haben das zweite Wort von Frost gelernt. Und jetzt können wir auch wieder schnell nach Weißlauf reisen.
Ist doch wunderschön. Jetzt gehen wir da mal eben hin. Geben ihr hier den Setzling. Den kleinen Minibaum, ein Bonsai. Dann stufen wir uns mal hoch. Also müssen ja noch Gesundheit, Ausdauer oder Magika skillen. Um einen Punkt. Ich werde es wahrscheinlich auf die Ausdauer legen. Weil davon haben wir ja noch nicht so viel. Ja, so lange... Oh Gott, Mann, das regt mich so auf. Ich habe keinen schlechten PC. Ich frage mich, warum der hier so rummuckt. Die ganze Zeit hat die Aufnahme auch geklappt. Da hatte ich keine Probleme bei Skyrim. Und erst jetzt seit kurzem. Das kann doch nicht angehen. Mann. Zack. So, hey, hier, ich hab was für dich. Hallo. Ich habe einen Setzling. Aber ohne die Unterstützung all derer, die vom Gülden Grünbaum inspiriert werden, kann ich den Tempel nicht weiterführen. Wie soll dieses winzige Bäumchen neue Gläubige anlocken? Maurice sagte, Erneuerung wäre wichtiger als Erhaltung. Ihr habt natürlich recht. Es ist nicht leicht, den Winden der Kynare zu lauschen, solange der Lärm, den das Gesindel im Tempel veranstaltet, alles andere übertönt. Der Tod speist neues Leben. Ich bin sicher, dass dieser kleine Setzling mit der Zeit zu einem neuen gülden Grünbaum heranwachsen wird, der Weißlauf überragt. Danke. Bitte. Ich halte diese Schmerzen nicht aus. Ich habe dafür jetzt nichts bekommen. Oh Mann. Die Gnade von Kynareth sei mit euch. Ja, wenn du das sagst, super. Was sagst du dazu? Hä? Sucht meinen Gatten Nazem? Nein, ich suche gar niemanden. Mann, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich hasse euch. So. Neue Stufe. Da, 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 da. Und ich würde mal sagen... Ach, guck mal, wir haben zwei. Wir gehen jetzt mal auf Gesundheit. So. Dann könnten wir übrigens mal schauen, weil wir haben ja noch hier noch vier Fertigkeitspunkte. Und ich würde gern mal etwas schauen. Und zwar hier leichte Rüstung. Passgenau. Das machen wir mal noch. 25% Rüstungsbonus, wenn du ausschließlich leichte Rüstung trägst. Kopf, Brust, Hände, Füße. Da wir das genau haben, können wir das auch machen. Und Schießkunst wollte ich auch nochmal was gucken. Da können wir nämlich den hier skillen, dass er nochmal mehr Schaden macht. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ja. Muss nicht unbedingt sein. Zweihändig. Da können wir jetzt nichts machen. Schmiedekunst. Schmiedekunst werden wir brauchen. Denke ich mal. Darum heben wir jetzt mal noch ein paar Punkte auf. Beziehungsweise. Ein Punkt haben wir hier noch beim Bogenschießen drauf. Und zwar hier. Auf den hier 10% Chance für einen kritischen Treffer, der zusätzlichen Schaden verursacht. Genau. Gut, gell? Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Genau. Deshalb töte ich alle. Hallo. Geh weg. Geht mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Vorsichtig. Maul. Halt's Maul.
Gut, wir müssen noch die Drachenschuppen ablegen, weil die nehmen einen Haufen Platz weg. Legen wir einfach mal da rein. Ablegen, 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 ablegen. Was können wir da noch alles ablegen? Ach, da brauchen wir sonst eigentlich nichts ablegen. Essen und Zutaten. Hatten wir hier irgendwo eine Zutatenkiste? Hier nicht. Oben vielleicht? Was war denn hier drin? Ah, hier hatten wir die... Ah, okay, hier hatten wir die Gifte. Können wir auch mal ein bisschen was reinlegen. Legen wir alles mal rein, außer die Sachen, die hier wieder herstellen. So, was bist du? Ach. Ups. Okay. Warum habe ich dann hier auch alles nehmen? Alles nehmen, alles nehmen. Und jetzt alles hier rein. Sonstiges. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Gut. Zack, zack. Holzteller. Was soll ich mit dem Holzteller? Was hatten wir hier? Hier hatten wir das Essen drin, genau. Lecker essen, lecker essen, lecker, 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 lecker. Wein. So, dann hatten wir hier wahrscheinlich die Zutaten, genau. Da haben wir jetzt auch schon wieder einiges aufgehoben. So, und hier können wir schon mal Nesselfluch und das ganze Zeug reinpacken. Das wir eben bekommen haben. Und zwar Nesselfluch. Haben wir irgendwas an Bekleidung, das wir nicht brauchen? Nur Halsketten, Lehrlingsgruppe, die kann ich mal wegtun. Die auch. Gut. Das war's auch soweit. Ne, Lydia? Was benötigt ihr, mein Tane? Gar nix. Ist alles okay. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal raus. Und schauen, ob unser guter Schmied hier offen hat. Er hat geöffnet. Yay! Also Schmied, komm mal her. Hier, verkaufen. Ich hab hier Schmuck. Oh, den wir bei ihm nicht verkaufen können. Also müssen wir zu Beletor. Dem Guten. Den kennen wir ja schon. Da waren wir ja schon oft genug Zeug verkaufen. Ne? Am Rennen. Am Rennen. Weißt du? Seht euch nur gründlich um. Ja, ich bin ja, sicher, ja. Jetzt ja. Steht zum Verkauf. Ja, werft ja, einen ja. Blick darauf. Ja. Bekleidung. So, ich habe hier einmal eine goldene Halskette. Ein goldener Smaragdring. Kupfer, Diademit, Saphir. Silberring, 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 Granatring und Amethystring. Ach komm. Blub. Danke. Bitte kommt wieder. Ja, mal schauen. Das weiß man ja nicht. Das weiß man ja nicht. Gut. Da würde ich was sagen. Als nächstes töten wir hier den Banditenanführer. Allerdings erst in der nächsten Aufnahmesession. Wir sehen uns dann, wenn es wieder weitergeht mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.